möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen. Hallo und herzlich willkommen heute am 17. Oktober 2023 zur neuen geopolitischen Analyse, ab und an mit Satire gewürzt, wie immer von und mit dem wichtigsten Protagonisten der geopolitischen Analyse, Hans-Joachim Müller. Hallo, Hajo. Guten Tag, freut mich sehr. Heute ist ein spezielles Datum, ne? Wir hatten ja den Freitag, den 13., der ja durch satanische Umkehr eigentlich ein Glückstag ist. Und jetzt haben wir heute die 17. Könnte ja eigentlich jetzt dann langsam aber sicher mal auch im Außen was passieren, oder was meinst du? Ja, das Entscheidende passiert immer noch in den USA. Ich bleibe dabei, das ist der Knackpunkt. Aber jetzt haben wir ja erstmal eine kleine Beruhigung. Die Amerikaner werden jetzt gegen diesen Gazastreifen in den Krieg ziehen. Die Deutschen sind auch unterwegs. Also es gibt einen Weltkrieg gegen den Gazastreifen. Das, weißt du, wie groß der ist? 5 bis 8 Kilometer tief und, naja, ich glaube 200 Kilometer lang. Und da wird jetzt die gesamte Weltmacht der NATO, die Hamas zeigen, wo es lang geht. Also der ist ja der Bezahler von und Erfinder von Hamas. Gut, lass die dort machen. Sie haben also ihren Weltkrieg gegen dieses Fleckchen da. Und vielleicht spielt das sogar eine Rolle für den Biden. Er hat gestern gesagt, dass er jetzt sich zum Präsidenten wählen lassen will, um den Hamas zu besiegen und Putin in die Schranken zu weisen. Das hat er bis jetzt vergessen gehabt, oder? Nein, das hat er nicht vergessen gehabt. Es war nur noch nicht auf der Agenda gestanden, weil es böse Zungen munkeln ja. Wenn man dann schaut, wie die Gelder fließen, dann ist ja viele Gelder der CIA, des Westens und Israel selber fließen ja in Richtung Hamas. Und da gab es neulich so eine schöne Aussage, dass dieser Überfall auf Israel seitens der Hamas genau so eine verheerende und übrigens Aussage, ich zitiere, genau dasselbe sei wie der 11. September und Pearl Harbor. Und diese Aussage an sich ist ja eigentlich richtig. Ja, stehe ich voll dazu. Es gibt keine andere Möglichkeit, was da vor sich gegangen sein könnte. Das natürlich seit, naja, mindestens 20 Jahren, 30 Jahren, also eine bis zwei Generationen leben ja in dem Gazastreifen Menschen, die von uns finanziert werden, von der Europäischen Union. Sie leisten kein BIP und nichts. Sie kriegen so wie eine Art Gehalt, ja, damit sie dort leben und sich vermehren können. Das alles ist nicht schlimm. Ich halte das nicht für bösartig. Aber dass das Bildungswesen eben diese zwei Generationen, Mann, ich bin schon wieder in der Ukraine, 1 bis 2 Generationen weiter nichts gesät hat als Hass im Hamas gegen Israel. Und das Gleiche hast du auch in Israel. Einen, naja, mindestens 3, 4 Generationen alten Lehrstoff, dass sie umzingelt sind von Feinden und sie müssen sich jeden Tag ihrer Haut wehren. Das machen aber nicht mehr alle Israelis mit. Und das, was man sieht, ist ein gutes Zeichen. Ganz besonders die orthodoxen Juden machen auf sich aufmerksam und wollen Frieden. Und auch in Gaza gibt es genügend Menschen, die
auch Frieden wollen. Es ist nicht der Hamas, es ist der Hamas Hass, der gesteuert wird. Ihr habt doch den Anfang gesehen, ja? Es gibt einen Überfall auf die Al-Aqsa-Moschee und schon hat Hamas genügend Propagandamaterial für die eigene Bevölkerung. Und dann geht so ein Krieg halt los. Dass das enden wird, ist eigentlich sicher, wenn die israelische Bevölkerung schon merkt, dass Netanjahu der Schuldige ist. Dann ist es ein gutes Zeichen. Spielt aber geopolitisch keine Rolle. Das ist korrekt, dass es geopolitisch keine Rolle spielt, aber dennoch sterben auf beiden Seiten unschuldige Menschen, nicht nur Soldaten, die auch nicht sterben müssten, und vor allem Zivilisten, Frauen, Kinder und grundsätzlich schlicht Zivilisten. Und es ist schlimm, jeder Tote ist einer zu viel. Und das ja nur, weil man ja ein, ich sage es jetzt mal ganz böse, satirisch, wenn man ein Erfolgserlebnis brauchte im militärisch-industriellen Komplex, da das in der Ukraine nicht so funktioniert hat, wie sich der Westen das erhoffte. Und deswegen ist es dennoch schlimm, wenn dort Menschen sterben. Trump sagte übrigens ganz direkt, dass Netanyahu ein Tiefstartspieler sei. Und das ist nicht der einzige, denn in Israel wenden sich auch schon die ersten Menschen gegen Netanyahu. Man liest aber nichts davon in unserer Qualitätspresse, außer dass Amerika die zwei stärksten und größten Kriegsschiffe und Flugzeugträger aller Zeiten jetzt ins Mittelmeer gebracht hat und somit der ganze Nahe Osten zittert. Oder wie darf man das verstehen? Ja, die Hamas zittert mit Sicherheit. Ja. Der Flugzeugträger oder die zwei sind ja größer als das ganze Land. Aber ich glaube nicht, dass sie die Bevölkerung dezimieren werden. Es haben sich schon die Russen und die Chinesen eingemischt. Sie wollen keinen Genozid an den Gaza. Bewohnern. Also, ich glaube, das ist so eine Art, na, ich bin der Stärkste für beiden, weil das in der Ukraine nicht geklappt hat. Und dort muss man ja ablenken, weil jetzt tatsächlich Dinge geschehen, die dem ukrainischen Regime nicht gefallen. In Andijewka geht es ganz schön zur Sache. Und das ist ja die Hochburg in der Ukraine. Wenn das Ding gefallen ist, ist Frieden, weil sie dann nicht mehr mit ihren weitreichenden Artilleriegeschossen nach Donetsk kommen. Und dann geht die Russen das eigentlich nicht mehr an, dann können sie verteidigen und warten, bis das Ukraine-Geld alle ist. Sie leben ja auch nur noch von ausländischem Geld. Sie haben keine eigene Reproduktion, keine Produktion, keine Steuereinnahmen. Sie produzieren nichts. Das ist also auch ein Kostgängerland. Na, sie leben ungefähr noch ja, auf dem ukrainischen Teil 15 Millionen Einwohner. Also das Doppelte von den Gaza. Oder wenn man es so nimmt, so viel wie in Westjordanland und Gaza zusammen. Also es geht alles nur in dieser Hinsicht um Geld, weil niemand von denen, die hier Krieg führen, ohne Geld überleben kann. Der Selenskyj nicht und auch der Netanjahu nicht. Sie haben jetzt ein Riesenproblem, dass sie auch eine Art Stillstand haben. Aber Netanjahu wollte das ja, um Kriegsrecht zu haben. Kriegsrecht bedeutet natürlich völkerrechtlich etwas, ja. Es ist eine Anerkennung des Staates Gaza. Wenn man gegen Gaza den Krieg erklärt. Sonst hätte man gesagt, eine militärische Aktion. So wie es die Russen gemacht haben.
Aber was du sagtest gerade, Hajo, ich war jetzt gerade nämlich am nächste Frage zusammenstellen, weil du nämlich wieder so schön wie immer drei Fragen auf einmal beantwortet hast, was ich total klasse finde, weil es eben nun mal zusammenhängt. Aber es gab ja auch die Stimmen aus dem Iran, der gesagt hat, ganz klar, es hat nichts mit dem Judentum zu tun, sondern rein mit den Zionisten. Und es geht auch dort in dieser Region darum, eben die alten Grenzen wiederherzustellen, die alten Königreiche, Schrägstrich Turanstaat, Osmanisches Reich. Und was läuft da mit Iran, Hamas in Katar und eben mit der Aussage, dass auch dort die Dinge, Schrägstrich Osmanisches Reich, Nachkriegsordnungsrückbau, was hat es damit zu tun oder wie siehst du dort die Zusammenhänge? Nein, man kann es erkennen in der Türkei, ja, dass sie eine immer größere Rolle spielt. So wie die Deutschen in Europa eine immer größere Rolle spielen. In Anführungsstrichen. Ja. Wir sehen das Osmanische Reich, ja, ob das ein Staat wird oder eine Konföderation, kann man nicht beurteilen, noch nicht. Der Iran hat sich im Laufe der Jahrhunderte noch nie geändert. Er ist immer ein in sich geschlossenes Imperium, egal wer da gerade regiert. Ähnlich wie China. Sie greifen niemanden an. Aber sie sind heute stark genug, um nicht angegriffen werden zu können. Und deshalb wird keine Eskalation Richtung Iran erfolgen. Das wäre für den Westen verheerend, Ja, weil da gibt es kein Öl mehr. nein, also laut Westpresse ja nicht, denn die zwei Flugzeugträger, von denen wir es vorhin schon hatten, sind ja die stärksten, unzerstörbarsten Kriegsschiffe der Welt und USA ist die größte Militärmacht aller Zeiten und somit Jawohl. würden China und Russland nicht den Hauch einer Chance haben. Dadurch stehen jetzt ja die zwei Flugzeugträger im Mittelmeer. So wird es Gut. den Menschen berichtet. Im Mittelmeer halte ich das alles für richtig, ja. Deshalb stehen sie ja im Mittelmeer, weil dort niemand da ist, der die Dinger abknallt. Im Golf, wie heißt das da oben? Nein, ich weiß nicht, da bei Iran, den Golf. Dort ist es nicht sicher, dass sie stehen bleiben. Ja? Du weißt nicht, welche Waffen die Iraner haben. Das Und gegen stimmt. Russland sind sie völlig zwecklos. Das dauert 3 Minuten, sind die Dinger weg, alle beide. Ja, wobei der Aber Irak. ein wichtiges Zeichen ist, sie stehen im Mittelmeer. Deshalb können sie mit ihren Flugzeugen nicht einmal den Iran angreifen. Das stimmt auch wieder. Von der Reichweite ist es nicht möglich, aber es gibt ja das NATO-Manöver hier mit atomare Abwehrtraining, hast du nicht gesehen, jetzt im Mittelmeerraum. Ist das der letzte Versuch einer Provokation oder ist es einfach nur noch in Anführungszeichen satirisch gesagtes Schaulaufen? Ja, der Biden muss zeigen, dass er ein wichtiger Mensch ist. Ist er, ja, auch. Er will doch diesen Monat aufgestellt werden, ja? Noch ist Ja. er es nicht. Noch haben die Demokraten nicht entschieden, wer ihr Präsidentschaftskandidat wird. Und das können sie aber erst, weil sie sich jetzt aktuell auch raufen, ja? Wie kriegt man denn die Geschichte Kongress geregelt? Wer wird Speaker? Da gibt es jetzt schon Demokraten, die wollen den McCarthy wieder wählen. Ne? Also die Richtig? Republikaner unterstützen, dass der McCarthy wiederkommt. Das wird nicht passieren. Es geht tatsächlich um Jordan oder nicht. Und wenn nicht Jordan kommt, wird es keinen Speaker geben. Und wenn sie keinen Speaker haben, können sie keine Gesetze erlassen können, ja. Gelder austeilen. Also, sie müssen eine Lösung finden. Und das beunruhigt sogar schon die Bevölkerung, weil sie das Ja. selbst noch nie erlebt haben. Das stimmt, dass es die Bevölkerung beunruhigt. Aber jetzt hatten wir es letzte Woche schon davon. Trump sprach ja ganz klar mit diesem Präsidentensiegel. Und wenn man jetzt diese Devolutionstheorie oder Devolution Theory, wie es schon in Amerika heißt, über die immer gesprochen wurde, mit dieser Executive Order bezüglich diesem Wahlbetrug, Einmischung ausländischer Strukturen, Länder oder Konzerne in amerikanische Wahlen, dann könnte man ja jetzt unter Umständen auch schlussfolgern, was Washington DC betrifft, Trump war nie weg.
Wer ist denn nun jetzt Oberbefehlshaber? War er weg? Ist er weg? Warum ist er mit dem Präsidentensiegel aufgetreten und noch nicht verhaftet? Das wäre jetzt ja eigentlich ein Widerspruch, wenn das illegal gewesen wäre. Was hat es damit auf sich? Wie beurteilst du diese Situation? Überhaupt nicht. Es hat mit Völkerrecht und Staatsrecht überhaupt nichts zu tun. Macht muss man erkennen können. Ich kann doch nicht Rätsel erraten, wer mein Chef ist, ja? Dann könnte man doch sagen, ich gehöre zu dem, ich zu dem. Jeder stellt eine eigene Armee auf, eine eigene Polizei. Das geht nicht. Es muss erkennbar sein, wer die Macht hat. Und das kann man in Amerika seit 2 Jahren nicht. Das ist richtig. Seit genau, ich glaube, 1000 Tage ist er heute im Naja, Amt. seit Januar 2021, ja genau. Ob das 1000 Tage sind, weiß ich nicht. Könnte rein theoretisch, es wird eng. Ja, ja. 300, ja, vielleicht. Könnte passen, könnte passen. So im Kopf überschlagen. So, aber er ist immer noch nicht Kandidat der Demokraten für die nächste Wahl. Das muss diesen Monat erledigt sein. Den Das Kennedy ist. wollen Sie ja nicht nehmen. Da würden Sie ja Kennedy und Trump, also da müssen Sie ja, da müsste der eine eigene Partei gründen. Also der Kennedy, meine ich. Ja, das müssen wir alles diesen Monat erleben. Sie haben noch jetzt 14 Tage. Ja. Und dann müssen wir wissen, wer in den Wahlkampf geht. Das ist in Amerika vom Prozedere her vorgeschrieben. Ja. Sie haben dieses eine Jahr Wahlkampf richtig als Vorschrift, weil ja früher die Leute mit den Pferdchen durchs ganze Land reisen mussten, die Kandidaten. Ja. Und sie müssten das Gesetz ändern, wenn sie es ein bisschen rausschieben wollen. Aber ändern können sie kein Gesetz, wenn sie nicht Sie eine haben keinen Speaker. Stimme haben. Richtig. Aber Also, es ist irre. da würde mir jetzt, wenn wir schon mal ein bisschen bei Satire sind, da würde mir deine Favoritin, die auch hinter dir auf dieser schönen Bierflasche steht, einfallen, weil die hat ja eh schon jedem den Krieg erklärt. Dann könnte sie doch den USA auch noch den Krieg erklären und sich dann dort als Präsidentin bewerben, auch wenn sie nicht in Amerika geboren ist. Weil die Frau Baerbock und die Ursula von der Leyen hier, die in Anführungszeichen sogenannte Euro-Uschi, die flogen ja wieder mal ganz heroisch ins Kriegsgebiet. So wie in Kiew sind sie jetzt in Israel. Scholz ging auch hinterher und Scholz hat den Angriff natürlich absolut gebilligt aus israelischer Sicht und hat den Iran vehement gewarnt, einzugreifen, da sonst ne, die massive Vergeltung käme. Also da hat Scholz ebenfalls harte Kante gezeigt. Und im Inland steht er vor der Vertrauensfrage. Also wie beurteilst du das? Ist dieses Trio, das von Kriegsgebiet zu Kriegsgebiet, ich sage jetzt mal, fliegt und so richtig harte Kante zeigt, läuft. Ja, sie wollen doch alle irgendwann mal ein Erfolgserlebnis. Ja? Ja. Ich habe da Verständnis, sie machen jetzt 1,5 Jahre Krieg in der Ukraine und nur Kosten und nur Kosten und kann null Resultate. Und jetzt geht es sogar in die andere Richtung. Also, sie verlieren ungeheuer viel Geld, ungeheuer viel Prestige, weil das alles nicht funktioniert hat in den russischen Gebieten. Und jetzt wollen sie halt mal zeigen, was sie für eine mächtig gewaltige Militärmacht sind. Die Deutschen sollten auch ein bisschen vorsichtig sein, ja. Weil Putin hat ja gesagt, da reicht die Moskauer Freiwillige Feuerwehr. Ja, die Okay. würde wahrscheinlich auch reichen, also zumindest für Berlin sowieso. Du kannst aber davon ausgehen, dass Iran etwas größere Militärmacht ist als die Moskauer Freiwillige Feuerwehr. Das Und stimmt. das ist eine Kraft, die kann niemand besiegen. Hat noch nie geklappt. In der gesamten Geschichte des Iran konnte er nie angegriffen werden und besiegt werden. Das Ja, ist ähnlich wie Afghanistan. Ja? Russland auch Aber nicht. Also Russland gehört auch zu den Ländern, die bisher noch nie besiegt wurden. Also es gibt diverse Länder und das sollte ja irgendwann auch der Westen verstehen. Aber es ist ja jetzt auch ich sag mal, der Überlebenskampf des Fiat-Geldes, des Fiat-Währungssystems. Wenn man schaut, was in China passiert mit der Immobilienblase, wie die Banken reihenweise umkippen und jetzt die viel zitierten Rockefeller und Rothschilds, die angeblich ihre Kunstwerke verkaufen. Sind die ja. quasi jetzt blank oder was ist dort los? Weil das halte ich jetzt für ein sehr wichtiges Zeichen oder ist es belanglos? Nein, das ist eigenartig, aber natürlich auch nur jetzt Theorie, ja.
Wenn die Konten gesperrt sind, müssen sie ja Geld machen. Und niemand nimmt ihnen Privateigentum weg. Aber ihre Konten kann man zumachen. Ja, wie es so den Deutschen laufen geht, die ein bisschen Opposition machen oder keine GEZ bezahlen. Also, es ist eigenartig. Aber ich kann es nicht anfassen. Es wäre zu verrückt und zu schön. Ja? Ja, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit, aber es gab auch eine Aussage Kissingers von diesem etwas älteren Herrn, der sagte, Achtung, die Migrationspolitik der BRD sei ein Fehler gewesen. Ja, wir haben doch eine Steuerung Deutschlands seit 1945 damals über London, das spielte dann nicht mehr so eine große Rolle, über den CIA und den Mossad. Ja, die beiden haben ganz Deutschland von 1945 bis heute gesteuert. Also sind sie auch diejenigen, die hier, naja, sagen wir mal, ca. 10 bis 20 Millionen Muslime ins Land geholt haben. Dass sie dann natürlich Probleme bei der Steuerung kriegen, weil wir keine Möglichkeit haben, gegen eine geeinte Muslimschaft anzutreten als Deutsche. Wir sind weder organisiert noch als Volk bewaffnet, noch haben wir eine Bundeswehr, die haben gerade mal 260.000 Mann. Ja. Und 10 Millionen bis 20 Millionen richtig rechtgläubige Muslime. Das ist eine Situation, die haben wir nicht geschaffen. Die Deutschen waren einverstanden mit der Einwanderung. Das ist aus der Frage. Ja. Sie haben ja immer wieder dieselben Parteien gewählt. Aber es fällt natürlich denen auf die Füße, die jetzt gerne Unterstützung haben wollen oder geben wollen. Du hast hier in Deutschland, in Frankreich, in Schweiz, in Österreich, in Amerika sogar große Demonstrationen zugunsten der Hamas. Und Absolut korrekt. Die aber total, also das ist ganz schlimm. Also nicht das, also der Terror ist immer schlimm. Es ist ja immer nur die Frage, wer finanziert, wer steckt dahinter. Und hier wird beide Seiten von der gleichen Seite finanziert, würde man jetzt satirisch behauptet sagen, wenn man dem Geld folgt. Aber das findet überall statt. Aber laut Mainstream-Presse sind es verschwindend geringe Minderheiten. gut, das ist mir wurscht, ja. Wenn der Scholz schon sagt, dass wir jetzt die Deutschen sollen die Juden schützen, womit, ja, mit der Zahnbürste oder womit? Mit der Elektropumpe, Ja, wir also mit sind der nicht Wärmepumpe meine bewaffnet. ich. Ne? Mit der Also, dann Wärmepumpe. ist doch schon ein Zeichen gegeben, dass es keinen Staat mehr gibt, nicht mal mehr einen simulierten. Sie haben einfach überzogen. Und die Erwartungen, die sie in ihre Steuerung hatten, sind nirgendwo eingetreten. Weder in China, noch in Indien, noch in Europa, noch in Amerika. Alle knabbern am letzten Geld, die Bevölkerung verelendet. In Deutschland, in Frankreich, in England, in Amerika. Und das Richtig. führt natürlich nicht zu einem großen Freudentaumel in der Bevölkerung. Ja. Und denen wird es so gehen wie mir. Mir ist das da unten völlig wurscht, was da vor sich geht. Ja. Mir sind die Obdachlosen in Deutschland viel wichtiger Die als aber ja wiederum nur ja. da sind, weil Gelder woanders hingeschafft werden, ne? Wichtig war ja die Aussage, ich glaube, es war Trittin, die Steuergelder können wohin, wo sie wollen und sollen, aber Hauptsache die Deutschen haben es nicht. Ich meine, das war Trittin, wenn ich mich nicht recht irre. Und weil du gerade sagtest, das ist nicht mal meine Staatssimulation nach der Aussage von Scholz. Dennoch ist ja der, ich sage jetzt mal, BRD-Politapparat noch da. Also wenn es nicht mal mehr eine Simulation ist, dann würde jetzt der ein oder andere Zuschauer vielleicht fragen, ja, wieso ist dann diese Simulation noch da? Wieso fällt die da nicht zusammen? Warum steht die da noch? Was sage ich immer? Es fehlt noch ein kleiner Punkt. Weit westlich von uns muss etwas geschehen.
Oder es kommt tatsächlich Unordnung, das kann kein Mensch mehr beurteilen. Ne? Du weißt nicht, was da in Gaza vor sich gehen wird. Es hat ja noch niemand einen Einmarsch gemacht. Sie bombardieren wahrscheinlich wie verrückt, obwohl du das nicht, du kannst es nicht erkennen, du kannst es noch nicht beweisen. Du musst einfach die Bilder glauben, die sie dir vormachen. Aber mir hat man schon so viele Bilder in der Welt gezeigt. Und heute glaube ich null Bilder mehr, ja, wenn ich nicht selber dabei bin. Also, wir haben echte Probleme. Und da bietet sich natürlich für Scholz und meine geliebte Favoritin das an, dass man mal nach Ägypten fährt. Dort ist ja kein Krieg. Ja. Da kann man aber wichtige Gespräche machen. Alle anderen Staaten haben ihre Einwohner rausgeholt. Und wir hatten erst gesagt, ja, warte mal mit dem Bus nach Jordanien. Jordanien, ja. Da hat, ja, Blöd. da hat deine Favoritin Hajo, die hat es Na gut, vorgeschlagen, das ist ein Manager-Typ. aber die hat das klar gemanagt. Die hat gesagt, mit dem Bus nach Jordanien, dort bitte Bargeld dabei haben für die Ausreise an der Grenze, plus ein Visa für Jordanien. Also sie hat die Menschen vorbereitet und Aber dann gab es günstige Flüge für 300 Euro mit anderen Airlines nach Hause. Also sie hat es das schon war mal, vorbereitet. das ist doch super. Also, das haben die anderen alle nicht gemacht. Die haben Nein. Militärmaschinen geschickt und ohne jede wirtschaftliche Tätigkeit, ja, das ist ja kein Bruttosozialprodukt entstanden. Wir machen das richtig. Jetzt kriegen die Busfahrer 300 Euro von denen, natürlich die mitfahren. Ja. Ja. Ja, nicht, dass du jetzt denkst, die Bärbel bezahlt das. Nein. Also sie spart uns Steuerzahlern diese 300 Euro. Ja. Aber Sie Und haben ja wer die halt Maschine. zufällig dort war, der hat halt Pech, ja. Das stimmt, aber wir hatten ja jetzt trotzdem die Maschine geschickt. Aber ich finde, sie hat das sehr gut gemanagt. Aber von dieser Kompetenz wissen wir ja. Also sie ist ja dort sehr stark involviert in dieser ganzen Managementgeschichte. Es soll jetzt übrigens auch, um mal ganz kurz das Thema zu wechseln, zum Thema Bestes Deutschland aller Zeiten, Zitat, ne, vom Herrn Steinmeier, und zwar diese Rasenmäher, auf die man drauf sitzen kann hier so, ne, diese größeren Rasenmäher, wenn du so ein großes Gartengrundstück hast, die sollen jetzt eventuell bald ein versicherungspflichtiges Schild bekommen. Geht den Autoversicherern jetzt das Geld aus wegen den Elektrokarren, und sie brauchen dringend irgendwo Kohle, auf Deutsch gesagt? Oder, weil macht ja auch Sinn, wenn du so ein, Entschuldigung, bescheuertes Schild hast, wenn du einen großen Garten hast an deinem Sitzrasenmäher. Das sind die Zeichen von, dass die Leute eigentlich in die Klapsmühle gehören, aber ich nehme sie ihnen nicht übel. Sie kratzen alles zusammen, jede Idee, wie sie noch irgendwie 5 Mark aus den Leuten kneten können. Ne? Sie Ja. brauchen Fuß. Guck mal, die Ukraine kostet Geld, die Zinsen für das Geld für die Ukraine kosten Geld. Das ist ja alles nur geliehen, ja. Ja. Die Geschichte Hamas muss bezahlt werden, die Israelis müssen bezahlt werden. Also da verstehe ich natürlich schon, dass die Leute um den mächtig gewaltigen Finanzminister richtig intensiv arbeiten, um Geld zu machen. Ja. Richtig ist, am besten wäre natürlich eine Entscheidung des Bundestags, dass niemand mehr in Deutschland Geld kriegt, sondern jeder nur noch einen bestimmten Beitrag jeden Monat. Alles andere muss nach Berlin geschickt werden. Es könnte sein, dass das noch kommt, aber heute sind wir noch nicht dabei. Heute sind sie dabei. Sie machen sich Gedanken, ob Berlin etwas ändert. Ja? Also zum Beispiel der Scholz, der selbst am Wackeln ist, soll jetzt die Grünen und den Lindner, weil sie nicht ganz so erfolgreich waren, rausschmeißen und jetzt mit der CDU. Aber dann müsste Aber er rein theoretisch die Vertrauensfrage stellen. na, das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Ja? Sie können als Bundestag einfach einen neuen Kanzler wählen. Ja, Wenn Sie wollen, ja. das können Das Sie. aber, ne,
Sie werden auf jeden Fall die Belegschaft dieses Kasperhauses beibehalten. Denn alle diese Leute wollen ja für die 4 Jahre das Moos haben. Ja? Es geht um ungeheuer viel Geld für jeden Einzelnen. Die werden ja bescheuert, wenn sie von sich aus Anstalten machen, die Regierung zu ändern. Also es wird alles so bleiben, bis der Saftladen zusammenkracht. Ja, Wirtschaftlich. wobei der Saftladen, so ich muss jetzt mal Licht machen, weil es doch schon etwas früher dunkel wird draußen. Wir gehen ja jetzt in die kalte Jahreszeit. Also ich habe das gelesen neulich, dass wir einen Kälteschutzplan brauchen demnächst, weil es wird ja kühler. Aber wie du sagst, es geht wirtschaftlich zu Ende. Was ich ganz interessant finde, ist jetzt, dass die Sachsen, na, wieder mal die Sachsen, wer sonst, Grenzschutz eigenmächtig gemacht haben oder Grenzkontrollen eigenmächtig gemacht haben, um ein Zeichen zu setzen. Nichts davon in den Qualitätsmedien. Sehr wahrscheinlich waren das nur ein, zwei Menschen und gar nicht so viele. Wie beurteilst du das? Nehmen die Sachsen jetzt dasselbe in die Hand? Kommen die mit ihrem Königreich zurück oder was läuft denn da bei den Sachsen? Das ist was Symbolisches, das hatten schon mal die Österreicher Martin Rutter gemacht. Sie wollen einfach ein Zeichen setzen, dass das endlich mal aufhören soll mit den vielen Gästen, die kommen. Gäste kann man nicht mehr sagen, das sind ja jetzt, ich weiß nicht, also irgendwie Ankommende heißt das jetzt. Ankömmende, gut. Genau. Also das klingt besser als Migration, ja. Jo. Die werden ja wieder abfahren. Also, das halte ich nicht für so wichtig. Es ist eine Aktion, dass es die Freien Sachsen gibt. Die Freien Sachsen werden noch wichtig werden nächstes Jahr, falls wir noch Wahlen machen werden. Das weiß ich auch nicht. Glaubst du, dass es nochmal Wahlen gibt in der BRD nächstes Jahr oder im Bundesland Freistaat Sachsen? Das liegt am Ukraine-Krieg. Der ja eigentlich jetzt für Russland hoffnungslos verloren ist, wenn man der Presse glaubt. Und wenn nicht, dann weiß man, dass das Gegenteil der Fall ist. Das ist doch eigentlich durch in der Ukraine. Woran soll es denn da noch liegen? Es ist ein wirtschaftliches Problem, wenn man die ganzen Kredite alle abschreiben muss. Und nicht nur von Staatssimulation wegen, sondern auch die großen Firmen, ja, die jetzt die gesamte Ukraine aufgekauft haben. Wenn die alle diese gekauften Dinge nicht mehr realisieren können, dann ist das ein wirtschaftlicher Zusammenbruch. Und Richtig. dann können sie als BlackRock, Vanguard und so weiter, State Guard, dem Rockefeller und Rothschild die Zinsen nicht mehr bezahlen und dann hat Rockefeller und Rothschild kein Geld mehr. Das Gleiche trifft für uns Deutsche zu, dass wir theoretisch Schulden machen, ich weiß nicht wo, aber das kostet natürlich Zinsen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, was sie mit der Ukraine-Sanktionspolitik gemacht haben. Sie haben sich selbst die Leistung der Wirtschaft genommen, die Steuereinnahmen, und sie haben aufs falsche Pferd gesetzt, indem sie Kredite vergaben. Und die bucht man ja immer ein als Null, ja. Das ist Aber richtig. wenn es nicht mehr realisiert werden kann, müssen sie ausgebucht werden. Und dann kann der Lindner, der beste Finanzminister aller Zeiten, hat gerade 3% gekriegt, ja, in Ja, Mit Bayern. der ist auch gut, deswegen ist er so beliebt bei diesen Veranstaltungen, wo man dann wieder zustimmt. Aber du hast gesehen, es gibt noch Idioten, die wählen gehen und die Hoffnung haben. Und sogar hat es geklappt. Ja, weil hat mich doch richtig gefreut, dass die in Hessen doch noch reingekommen sind. Ja. Die Lindner-Leute. Eine völlig überflüssige Partei, weil es da jetzt die Grünen gibt. Da brauchst du doch nicht mehr die FDP. Aber die Bevölkerung denkt nicht so weit. Aus alter Solidarität wählen die Leute eben weiter wie immer.
Ja. Deshalb hast du jetzt 36%, die die CDU wählen wollen, die die Das einfach stimmt. geschaffen hat. Das war Merkel, aber Merkel war noch viel mehr, oder CDU, CSU war noch viel mehr als nur die Einwanderung. Weil du jetzt sagtest, es hängt von der Ukraine ab, ob wir nächstes Jahr noch wählen, Stichwort Thüringen oder Sachsen, wenn man jetzt die Bundesländer der BRD nimmt. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass nochmal gewählt wird? Oder andersrum, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das Ding jetzt bis zum Frühjahr zusammenfällt da drüben und somit diese Wahlen dann nicht mehr stattfinden können, weil das Konstrukt auseinandergefetzt ist? Also im wirtschaftlichen Sinne natürlich, meine ich. Nein, es wird nur keine Wahlen bei uns geben, wenn es in Russland Einwirkungen von außen geben wird, entweder Estland, Litauen, Lettland, Polen, Ukraine. Dort ist auch schon die gesamte NATO drin in der Ukraine. Nicht mit vielen Leuten, aber sie kämpfen halt mit, die Begeisterten. Das alles ist noch nicht ausgestanden. Das ist erst ausgestanden, wenn ein Friedensvertrag da ist und somit die Ukraine entstanden ist und die Grundstücksverteilung des nicht zu Russland gehörenden Sowjetteils dann erledigt ist. Also ich würde hier kein Rätselraten beginnen, weil sowieso alles von Amerika abhängig ist. Richtig, wobei du auch oft genug schon sagtest, wenn die Amerikaner zu lange brauchen und eventuell irgendwann mal, so böse es klingt, zu einer Regionalmacht verkommen, dann würden es irgendwann die Russen alleine machen, sprich auf Boden der ehemaligen DDR, sprich in Mitteldeutschland. Diese Möglichkeit gibt es ja nach wie vor noch. Und jetzt hat ja Polen vorgestern gewählt, also zumindest nennt man das ja so, wenn man seine Stimme abgibt, die vorher schon feststeht. Ist Dominion nicht mehr auszählfähig? Oder wieso zieht sich dieses Ergebnis? Weil so richtig pro-westlich war das jetzt ja dann doch nicht in Polen. Also Dominion war nicht dabei, sonst hätte das gewonnen. Ja, der wird ja gefeiert als der neue Messias, also in der Naja, Qualitätspresse. gewonnen hat gar keiner. Es bleibt alles beim Alten. Wenn der TASS gewonnen hätte, dann wäre das für Polen eine Katastrophe geworden. Er ist kein polnischer Nationalist. Er ist einfach ein Puppenspieler, der im Hintern von Merkel sitzt. Also Leyen von der Leyen. Ja. EU, dann wäre die Einwanderung gekommen. Vollkommene Unordnung in Polen, denn die Polen wollen das nicht. Ja. Das ist jetzt ein Problem der Bevölkerung. Die melden sich, wenn es ihnen einfach zu viel wird. Also wir haben dort Verhältnisse, die nicht mehr beherrschbar sind. Größte Partei ist immer noch die alte, aber sie braucht Richtig. jetzt eine Koalition mit irgendjemandem. Es geht uns eigentlich auch nichts an. Nee, bedingt ja schon, weil du ja oft genug auch betontest, völlig zu Recht, wenn die Polen etwas zu aggressiv sind gegenüber Russland, dann hat irgendwann mal Putin, ich sage salopp, die Schnauze voll und läuft los. Also hat es ja indirekt durchaus Auswirkungen auf uns. Aber die Polen haben sich ja jetzt erstmal wieder etwas besänftigter gezeigt vor der Wahl. Meinst du, dort kommt wieder eine Aggression jetzt seit gegenüber Russland, wenn es doch wieder pro-westlich geht bei Polen? Oder wie siehst du dort jetzt, unabhängig von dem, der jetzt an die Macht kommt, nicht an die Macht kommt, wer da mit wem koaliert und ins Bett steigt, politisch gesehen? Weil es hat ja indirekt doch Auswirkungen auf uns. Ja. Nein, der Nein? Kaczynski, der Kaczynski und der Duda, glaube ich, heißt Du er, da. die haben doch die gesamte Spanne der Möglichkeiten mit der Ukraine alle durchgegangen. Ja, alles eine Etappe nach der anderen. Und jetzt sind sie ein halbes Jahr ganz still gewesen, wie die Mäuschen. Also sie wissen, sie dürfen nicht zucken. Die Russen und die Weißrussen stehen bereit und deshalb werden sie auch nicht zucken. Und vielleicht haben sie schon einen Vertrag mit Putin, dass sie ihr Grundstück kriegen. Und dann wird das natürlich nach den Plänen Trumps und Putins ablaufen. Das hat natürlich etwas mit uns zu tun, weil
Königsberg, Posen, Pommern, Schlesien geklärt werden müssen. Und das findet derzeit gerade statt. Also für die Zuschauer, du hast das Gefühl oder aufgrund deiner Analyse für dich, Schlesien, Pommern, Westpreußen, Ostpreußen, Danzig, Königsberg, dass diese Klärung, wie, wo, was hin, aktuell stattfindet. Aber ist das nicht, wenn man es jetzt rein rechtlich sieht, logischerweise Königreich Preußen, wenn man das jetzt mal nach Verfassung 1871 zieht, diese Ländereien sind doch nur dann ein Stück weit aufteilbar, korrekt nach Völkerrecht, wenn der König von Preußen, Schrägstrich Georg Friedrich, Prinz von Preußen zustimmt. Oder liege ich jetzt falsch? Nein, genau richtig. Es geht jetzt darum, erstmal so ein bisschen Offenheit zu schaffen. Ja? Man redet darüber, dass es unsere Gebiete sind. Damit kriegen die Polen das mit. Die Polen reden darüber, dass sie sogar Lemberg kriegen, ja, weil Österreich hat sich nicht gemeldet. Die wollten wahrscheinlich das nicht wiederhaben. Also sind die Polen dann schon zufrieden, wenn sie ihre alte Hauptstadt wieder haben. Und dann kann man als Pole auch damit klarkommen, dass man Bürger des Deutschen Reiches wird in Schlesien, Pommern, Posen. Und auch die Russen, die in Königsberg wohnen, werden zufrieden sein, wenn sie Preußen sind. Ja? Sie sind dann im Deutschen Reichstag. Wie damals, dort waren auch Polen, Russen, Letten. Aber was macht dich so vom Gefühl her, was gibt dir die Intuition zu sagen, dass du das Gefühl hast, das wird gerade im Hintergrund schon geklärt? Ist es einfach nur ein Gefühl von dir oder machst du das an irgendwas fest? Ich frage jetzt einfach mal neugierig, weil das auch vielleicht den ein oder anderen Zuschauer interessiert, zu sagen, Hajo, wie kommst du da drauf? Klingt super, gerne morgen früh, aber wie kommst du da drauf? Na, es ist erstmal Fakt, dass es nur so geht. Es muss eine Klärung erfolgen, dass das Königreich Preußen wieder existiert. Nicht das Land Berlin-Brandenburg, was von den Westalliierten geschaffen wurde. Wir müssen das überhaupt erstmal wieder haben, das Preußen, damit man über Frieden reden kann. Noch existiert Preußen nicht und ohne Preußen gibt es kein Deutsches Reich. Deutsches Reich kommt wieder, sobald der Friedensvertrag da ist, weil es keine andere Lösung gibt. Es sei denn, du entlässt die Staaten einzeln. Ja? Das sind aber nicht die von den Alliierten gebildeten Staaten. Das liegt in der Hand der militärischen Kräfte. Wir als Bevölkerung können nur unsere Emotionen dahin lenken, dass wir wieder mal ein souveränes Land sind und dass es das Königreich Preußen wieder gibt. Und das wird kommen, bin ich felsenfest überzeugt, weil es die einzige Lösung des Friedensvertrages wäre für Deutschland. Ja, für Deutschland und nur so könnten wir ja vom See- und Handelsrecht wieder ins Menschen- und Naturrecht, in dem wir ja mal waren, bevor es dann irgendwann das Zarenreich und das Deutsche Reich, Schrägstrich Kaiserreich, nicht mehr gab. Deine Favoritin hinten auf dieser Bierflasche hat wahrscheinlich jetzt, während du das gesagt hast, ziemlich das Zittern angefangen, als sie von dir hörte, dass es ihr Heimatland Brandenburg gar nicht gibt. Ja, na, da kann ich ihr doch nicht helfen. Wie alt ist die Tante? Anfang 40, glaube ich. Also die ist Ja. ja knapp jünger als du. Ist die in der DDR geboren? Das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht, aber vom Jahrgang her wäre es noch zu Zeiten der DDR gewesen, wenn sie denn dort die Annalena, Charlotte, Alma, Baerbock wäre dann, ich glaube, Jahrgang 80, 81, irgend Also. sowas. Da soll sich jemand anderes mit der befassen. Die Laufbahn ist sowieso ein bisschen eigenartig. Also, Nein. eine Preußin ist sie nicht. Sie wollte doch den Bismarck abhängen oder hat es sogar gemacht. Hä? Hat sie, glaube ich, sogar gemacht und sie fand es auch gar nicht gut mit dem Bismarck. Ich suche jetzt gerade nebenher noch eine Zuschauerfrage, während wir beim Bismarck sind. Ja, sie wollte den Bismarck abhängen, glaube ich, irgendwie oder auf das Bismarck-Zimmer umbenennen. Was ich aber interessant finde, auch wenn wir es vor einigen Wochen schon mal davon hatten,
wenn das doch alles so schlecht ist und wenn das alles so falsch ist, warum werden dann die Denkmäler im Moment überall rausgeputzt auf ganzem Boden des Deutschen Reiches, nicht nur in der BRD, und die Schlösser quasi gereinigt und renoviert? Man könnte ja fast meinen, da zieht bald wieder einer ein. Oder wo kommen die Gelder her? Wir sind ja pleite eigentlich. Also warum passiert das? Nein, der Hochadel muss ja wiederkommen, wenn das Deutsche Reich entstanden ist. Wenigstens eine Stunde muss er da sein. Ne? Ob dann die Deutschen, was die Deutschen wollen, können sie selber entscheiden. Sie können auch dann den Reichstag wählen. Aber diese Fürsten und Könige werden wiederkommen. Und das Putzen erfolgt und dafür ist auch das Geld da, weil das Vermögen des Deutschen Reiches ist. Und das Deutsche Reich ist in der Lage, Schulden sogar zu machen. Ja, es muss nur gesteuert werden von jemandem, weil es jedes Geld der Welt wert ist, dieses Deutsche Reich. Und wir sehen das zur Genüge und du kriegst auch eigenartige Bilder von der Bundeswehr, ja? Flugzeuge in Schwarz-Weiß-Rot. Also bup, Ja. bup. Erstaunlich. Sie gestatten uns diese Demonstration der 25 plus 1 Staaten. Ja, das ist ja keine Demo, das ist ja eine Kundgebung und ein Aufzug. Das hatten wir in Magdeburg, jetzt dann in Dresden. Und das ist ja auch alles nach geltendem und gültigem Recht. Ja, Demo ist ein falsches Wort. Die Vorführung, dass es das noch gibt, dass Ja. es das gegeben hat und noch gibt. Es hat ja nie jemand aufgelöst. Also, die Hoffnung ist schon da. Ich habe keinerlei negative Gedanken in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden. Es gibt ja massenweise Leute, die sagen, dass wir jetzt alle in eine neue Weltordnung gehen, die Rothschild und Rockefeller erfunden haben. Das alles ist vorbei. Es ist eindeutig die gesamte Welt auf dem Weg in die Nationalstaatlichkeit. Und da wird niemand mehr was ändern können. Das Theater, was jetzt die amerikanische Navy, ist das die Navy, denn die Flugzeugträger gehören? Das ist die Air Force, genau. Und die Navy, und hast du nicht gesehen, die Air Force ist ja die Luftwaffe. Das ist die Air Dass sie Force, jetzt genau. nochmal zeigen, dass sie gegen die mächtige, gewaltige Hamas gewinnen können, wenn sie Ja, Glück aber haben. die Air Force, da war ja auch dein Lieblingsschauspieler, der Tom Cruise damals bei dem Film Top Gun, der hat ja gezeigt, wie stark die Air Force ist. Die hauen ja alles Ja, weg. ich habe das immer verstanden, warum sie die genommen haben. Ja, weil da einfach nein passt in das kleine Ding. Da kann man Deckel zumachen und dann sitzt er da unten drinnen. Und dann macht man ein paar Simulationen und da gewinnt er den Krieg. Aber Ja. ich glaube, der ist ein bisschen zu alt oder zu schmächtig jetzt. Gegen die Hamas kann er nicht gewinnen. Da müssen sie Nein. schon andere Leute nehmen. Ich habe jetzt noch eine Zuschauerfrage für dich, die ist schon ein, 2 Wochen alt und die haben wir einmal vergessen zu beantworten, beziehungsweise da habe ich noch nicht mal nicht richtig gefragt bei der Zuschauerfrage. Von daher Entschuldigung, lieber Werner. Es ging um eine Frage von ihm, ob es, wenn das System gefallen ist, also wenn wir raus aus dem Fiat-Geldsystem sind, ob es dann noch Versicherungen, also in der kommenden Zeit, wenn wir in der alten Währung sind, also in der goldgedeckten, wertegedeckten Währung, ob es da noch Versicherungen gibt oder wie Schäden dann in der Zukunft behandelt werden, gerade was das ganze Geschichte betrifft mit Fondsinvestitionen und so weiter und so fort. Wie wird sich das Geldsystem ändern, wenn das Fiat-Geld fällt? Es werden die meisten Versicherungen bleiben. Ob das dieselben Leute werden, glaube ich nicht. Ja. Die großen Versicherungen gehören doch gar nicht den Deutschen. Sie gehören doch allen Ausländern. Das sind Aktiengesellschaften. Also es wird nationale Versicherungen geben und die werden sich finanzieren über die Reichsbank. Und das alles wird so sein, wie es im Deutschen Reich war bis 1914. Und damit sind wir Deutschen abgesichert und das auf einer sicheren Seite. Wir sind in der Möglichkeit, wirtschaftlich
wieder in die Weltspitze zu ziehen. Und das alles braucht auch Versicherung. Wenn ein Haus abbrennt, ja, musst du am besten versichert sein. Dass da kein Zwang dabei ist in Zukunft. Es wird fast alles nur freiwillig sein. Aber Weil. freiwillig ist ja eine gute Geschichte und freiwillig ist es auch am 28. Oktober, ich muss noch mal drauf dran zum Sprechen kommen, nach Dresden zu gehen. Aber es wäre schön, wenn ganz viele freiwillig kommen, damit es möglichst viele sind, die auch viel über das Thema Geschichte der deutschen Völker hören und ja dann auch, ihr seht beide Einblendungen am Ende des Videos noch mal, der Zukunftskongress auch mit einem Anmelde-Link, wie man so schön neudeutsch sagt, also mit einer Verknüpfung in die Telegram-Gruppe, wo man sich dann dafür auch anmelden kann. Der 17. bis 19. November. Wir haben dort spannende Themen und Dresden in anderthalb Wochen schon oder in ja knapp 2 Wochen. Wie fühlst du dich, wenn du daran denkst, dass wir in Dresden vor so einem historischen Ort oder in so einer historischen Stadt stehen werden am 28. Oktober und dann 3 Wochen später in Bayern bei einem Zukunftskongress sehr stark in die Tiefe der deutschen Geschichte eintauchen. Wie fühlst du dich dabei, wenn du im Vorfeld dran denkst? Ich fühle mich im Zieleinlauf. Das ist schön. Und der Zieleinlauf, der wird stattfinden. Und wir haben übrigens auch für die, die zum Zukunftskongress kommen, wir werden eine geopolitische Analyse live, also in der Direktübertragung, auf der Bühne aufnehmen am Zukunftskongress. So viel steht schon fest, Hajo. Da sitzen wir uns dann auf die Bühne und machen eine geopolitische Analyse. Bis dahin brauchen wir vielleicht gar keine mehr, weil vielleicht ist es dann nur noch das geopolitische Feiern. Oh, ja, gut, es ist schon, wir haben 2 Wochen, 2,5 Wochen nach dem 1. November. Der ist ja wichtig. Der Wahlkampf muss dann nun mal langsam losgehen. Ja? Ja. Jetzt haben wir die Hysterie, kommt der Jordan, kommt er nicht. Und wählen die Republikaner und die Demokraten zusammen einen anderen, ja, einen gegen Trump. Das alles ist so lächerlich. Ja, aber wir machen ja jetzt alles nach. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie der gute Herr Scholz sich ebenfalls in Biden-Manier verlaufen hat auf dem roten Teppich bei seinem Staatsbesuch. Da ist er nicht abgebogen, er ist geradeaus über die rote Kordel drüber gestiegen und dann wieder zurück und den roten Teppich entlang. Ja, wahrscheinlich wollte er sagen, dass er nicht das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches ist. Das ist eine schöne Theorie. Die könnte ja dann irgendwann vielleicht bald Praxis werden. Das lassen wir doch jetzt mal als Schlusswort stehen für heute, den 17. Oktober 2023, 28. Oktober Dresden, 17. bis 19. November Zukunftskongress. Dazwischen natürlich noch die ein oder andere geopolitische Analyse. Habt ihr alle zusammen eine schöne Woche. Dir einen schönen Abend, auch lieber Hajo, und danke fürs Einschalten und danke, dass du dir Zeit genommen hast, Hajo. Ciao. Namaste.